auf der Bank, weil Trainer Jupp Heynckes hier in Hamburg bewusst nur auf zwei Spitzen zurückgreifen wollte. Die Partie begann, und das war zumindest von Gladbacher Seite nicht ganz erwartet, mit einem offenen Schlagabtausch. Kein vorsichtiges Abtasten also, sondern sofort volle Kraft. Die erste Möglichkeit durch Bastrup und dann die Gäste. Sie zeigten, warum sie bisher die beste Auswärtsmannschaft in der Bundesliga stellen. Sie agierten aus einer sicheren Deckung heraus, ruhig, abgeklärt und mit viel Übersicht im Spielaufbau. Das ist Mill, der sich gegen Jakobs durchsetzt, aber Uli Stein im Tor klärt. Beim HSV anfängliche Unsicherheiten in der Abwehr, wohl auch bedingt durch die Umstellung. So hatte hier Mill eine erneute Chance nach einem Fehler von Magath, von Hartwig aber widerstanden. Hartwig, der Vorstopper, hatte so seine lieben Schwierigkeiten mit Mill, konnte dann aber im Verlauf des Spiels immer besser zurechtkommen. Nach diesem Auftakt versuchte der HSV so langsam Klarheit und Linie in sein Spiel zu bringen, und Milewski hat nach 10 Minuten die erste ganz große Möglichkeit. Dann wieder die Borussen. Das ist Uwe Rahn, der hier etwas hart attackiert wird, aber das Spiel geht weiter über Kaltz. Milewski. Und da kommt dann Groh ins Bild. Memmering mit einer wunderschönen Flanke, Kleff und Wehmeyer. Es war schwer, den Ball aus der Luft zu nehmen und kontrolliert zu schießen. Aber immerhin, der HSV diktierte jetzt, Mitte der ersten Halbzeit, das Geschehen. Gladbach in dieser Phase nur mit sporadischen Kontern. Der HSV setzte sich immer besser in Szene. Manfred Kaltz ist gefoult worden von Borussias Libero Hannes. Der hält die gelbe Karte dafür. Und der Hamburger bekommt natürlich seinen Freistoß. Kaltz selbst will treten. Der Ball geht direkt aufs Tor, völlig unerwartet für Kleff. Dennoch reagiert er noch hervorragend. Normalerweise pflegt Kaltz zu flanken und Rubesch pflegt zumindest zu versuchen, mit dem Kopf heranzukommen. Auf der anderen Seite Freistoß für Gladbach. Uli Stein heute ein sicherer Torhüter. Hartwig ging häufig in die Offensive, dann übernahm Jakobs seinen Gegenspieler Mill. Und nun Horst Rubesch ganz frei vor dem Gladbacher Tor. Was macht er? Er trifft völlig freistehend das leere Tor nicht. Kurz vor der Pause Freistoß Magath. Der HSV nun drückend überlegen. Wieder prallt der Ball von Rubesch ab. Er wirkte nach seiner Verletzung doch noch etwas unbeweglich. Dann aus dem Hinterhalt Jakobs mit diesem Schuss knapp neben das Tor. Ja, Rubesch offensichtlich noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Er hatte drei gute Möglichkeiten innerhalb von 5 Minuten und wusste damit nichts anzufangen. Und da Mittelstürmer halt immer an der Chancenverwertung gemessen werden, das war er wieder, der dort vergeben hat. Ja, weil Mittelstürmer also immer an der Chancenverwertung gemessen werden, muss man schon sagen, Horst Rubesch war in der ersten Halbzeit nicht überzeugend. Pausenstand 0:0, 45.000 Zuschauer hatten zwar ein gutes Spiel, aber keine Tore gesehen. Die wollte der HSV nun in der zweiten Halbzeit nachliefern. Milewski und Bastrop trifft nur den Pfosten. Und bei diesem Zusammenprall mit Rubesch, da verletzt sich Kleff, kann aber hinterher weitermachen. Zwischenzeitlich konnten sich die Gäste aus der Umklammerung befreien. Schöner Pass in den freien Raum auf Matthäus. Und wieder Stein. Matthäus hatte sich in erster Linie mit Magath auseinanderzusetzen, kam dabei auch gut zurecht. Und er hatte hin und wieder auch noch Zeit für die Offensive. Doch die Hamburger, sie drückten weiter. Sie arbeiteten sich zahlreiche Tormöglichkeiten heraus. Das Ganze allerdings erinnerte so ein bisschen an das UEFA-Pokalspiel gegen Utrecht. Viele Chancen, kein Treffer. Der HSV diktierte das Geschehen, scheiterte aber immer wieder im Abschluss, wie hier Rubesch. Erneut Freistoß durch Kaltz. Milewski ist da und wieder einmal Kleff. Der Gladbacher Torhüter wurde heute zum besten Akteur seiner Mannschaft.
Milewski kommt mit seiner neuen Rolle, in der er aus dem Mittelfeld kommen kann, gut zurecht. Rubesch völlig frei und da ist dann in der 79. Minute endlich das, man muss sagen, erlösende 1:0 für den HSV. Noch einmal in der Zeitlupe. Milewski setzt sich hier im Zweikampf durch, dann die präzise Flanke an den zweiten Pfosten und Rubesch völlig frei platziert ins kurze Eck. Mit dem Kopf ist er offensichtlich doch immer noch besser als mit dem Fuß, trotz gerade erst überstandener Gehirnerschütterung. Danach machte Gladbach auf. Trainer Heinkes diktierte Offensive und so kamen die Borussen zu ihren Möglichkeiten. Das war Flair, der hier gegen Stein scheiterte. Und wieder Gladbach. Sie wollten sich mit dem 0:1 nicht zufrieden geben. Große Möglichkeit für Pinkal, der im Laufe des Spiels in der 65. Minute eingewechselt worden war und der sofort zeigte, dass er eine Verstärkung für die Gäste war. Nun in der Schlussphase geriet der HSV unter Druck. Hannes aus dem Hinterhalt, ein 25-Meter-Schuss, gefährlicher Aufsetzer. Stein lenkt zur Ecke. Das ist der Libero, der Gladbacher, der heute auch eine sehr gute Partie machte. Bei solchen Eckstößen öfter mit nach vorne ging. Dann eine unentschlossene HSV-Abwehr. Und Pinkal nutzt diese Chance, die sich ihm bietet, entschlossen in der 88. Spielminute das 1:1. Ein herrlicher Treffer aus der Drehung heraus erzielt. Und Pinkal, der Schütze, entwickelt sich immer mehr zu dem, was früher Jansson bei den Bayern war, nämlich zum erfolgreichen Joker. Hier sehen Sie nochmal diese Aktion. Wunderschön aus der Drehung hoch in den Winkel zum 1:1. Das war dann auch ein gerechter Endstand. Hartwig hatte zwar noch eine Möglichkeit, doch Gladbach rettete sich in einer guten Partie über die Zeit. Der HSV gibt damit den zweiten Heimpunkt ab. Gladbach bestätigt aber seinen guten Ruf als Auswärtsmannschaft.